Es ist Crash Bandicoot und somit konnte ich mich zum allerersten Mal auf drei Abenteuer des durchgeknallten Beuteldachs stürzen. Die Insane Trilogy wurde für mich bereits weit vor Release schnell ein attraktives Angebot. Eine Sammlung mit Remakes von Crash Bandicoot, Cortex Strikes Back und Warp. Ideal zum Nachholen gut gealterter Jump'n'Runs oder um nostalgische Gefühle hochkommen zu lassen. Und das für nur 40 Euro. Entwickelt wurde das Paket nicht bei Naughty Dog, dem eigentlichen Vater von Crash, stattdessen gab man das Projekt bei Vicarious Visions in Auftrag, die ähnlich wie Tantalus Media und Bluepoint Games weniger für eigene Spiele, sondern Portierungen und Kooperationsarbeiten bekannt sind. Aktuell arbeitet zum Beispiel Vicarious Visions mit an Destiny 2 und Bluepoint Games sitzt am Shadow of the Colossus Remake. Solche Arbeitsbedingungen sind natürlich immer schwierig, wenn nicht der originale Entwickler an seine eigenen IPs gelassen wird. Bei einem HD-Remaster, wo sich größtenteils nur auf technische Aspekte konzentriert wird, ist es noch einfacher, die ursprüngliche Vision eines Spiels aufrechtzuerhalten. Ein Remake in diesem Ausmaß braucht jedoch besondere Pflege und das Auge fürs Detail. Im Vorfeld hatte Vicarious Visions immer beteuert, eng mit Naughty Dog zusammenzuarbeiten, um Crash so zu modernisieren, wie es alle Beteiligten für richtig hielten. Dennoch hatte das Pre-Release-Footage der Insane Trilogy für Furore gesorgt. Ein Teil der Kritik hatte sich darauf versteift, dass das Remake von Crash nicht mehr den Stil des Originals einfängt, während die Gründe, warum das so sein soll, nur selten in Worte gefasst wurden. Es wurde einfach gesagt, es fühlt sich falsch an und man hing sich, wie ich finde, an Nichtigkeiten auf. Von Anfang an trafen Beschwerden über die Optik des neuen Crash bei mir auf Unverständnis. Die Arbeit der Entwickler konnte sich schon in den Trailern sehen lassen und steigerte sich noch, als das Spiel erschien. Man hat sich die Originale sehr genau angesehen und trifft den Stil ausgezeichnet mit tollen Animationen, die an dem verrückten Spielgefühl festhalten. Die Aufmachung von Crash erinnert mich an alte Looney Tunes Cartoons mit dem Roadrunner und Wile E. Coyote. Animationsstil, die Art des Humors, die Soundeffekte, alles könnte dort seinen Ursprung haben. Collectibles mit der eigenen Spin-Attacke versehentlich wegzufegen, inklusive passendem Sound, ist nur eine von den zahlreichen Kleinigkeiten, die Crash so viel Charme verleihen. Der große Wermutstropfen für die Grafik zeigt sich in den leider nur 30 FPS. Ich finde das sehr schade, denn so gut wie das Spiel auch aussieht, ist das keine Qualität, die nicht mit 60 FPS umsetzbar wäre, selbst wenn man dafür die Auflösung etwas verringern müsste. Hier wurde eine flüssigere Darstellung zugunsten der PS4 Pro Version geopfert und ich bin mir sicher, wäre das Remake bei Naughty Dog selbst entstanden, würde es zumindest eine Option für eine höhere Framerate auf Kosten der Optik geben. Zumal die Trailer auch mit 60 FPS liefen. Tolles Marketing. 30 FPS machen Crash nicht unspielbar, wären allerdings meines Erachtens nach vermeidbar gewesen. Über drei Spiele hinweg retten Crash Bandicoot und seine Schwester Coco die Welt oder vielmehr ihren Insanity Beach vor dem bösen Dr. Neo Cortex und seinen Handlangern. Viel mehr muss man zu der Story nicht sagen. Beispielsweise ist der Aufhänger für Cortex Strikes Back, dass Crash für Coco Batterien für ihren Laptop holen soll, schnurstracks in den Dschungel rennt und sich plötzlich im Warp-Raum von Neo Cortex wiederfindet. Na, wenn das nicht Crash Bandicoot ist. Im Gegensatz zum ersten Crash Bandicoot, wo euch lediglich am Anfang und am Ende je ein kleines Filmchen darauf aufmerksam macht, dass eine Handlung überhaupt existiert, beinhalten Cortex Strikes Back und mit kleinen Zwischensequenzen weit mehr Story. An sich ist der narrative Geiz aber kein Problem für die Trilogie, da weniger Reden und mehr Springen und Rennen sich sehr natürlich anfühlt. Die neue deutsche Lokalisierung ist zwar stellenweise asynchron wie sonst was, aber ausgezeichnet gelungen. Du Narr, denkst du, ich wäre mir der Lage nicht bewusst? Wenn wir keine Freunde mehr auf der Oberfläche haben, brauchen wir eben einen Feind. Jeder Teil hat trotz der Überarbeitung seinen eigenen Levelauswahlbildschirm behalten. Eine Overworld-Map wie in Super Mario, verschiedene Etagen eines Warp-Raums und Zeitportale, die sich alle auf einer Ebene befinden. So kann man beim Wandern durch die Hub-Welt die großartigen Levelnamen bewundern. Meine Favoriten sind Unbearable, Sewer or Later, Behaving und Tomb Raider. Wer möchte, kann das ganze Spiel mit Coco absolvieren, ist dazu aber nicht gezwungen. Nur in Warp muss man sie in einigen Leveln nutzen.
Zugunsten eines angenehmeren Spielerlebnisses wurde die Steuerung bei allen drei Teilen auf einen Nenner gebracht und Crash steuert sich nach ein wenig Eingewöhnungszeit sehr direkt und präzise. Gerade bei den hektischeren Plattformen braucht das Spiel diese Genauigkeit. Zwar wurde das Remake gezielt auf den Analogstick optimiert, doch das Steuerkreuz lässt sich ebenfalls problemlos verwenden und ist manchmal vorteilhaft, weil die Level mit ihren 90-Grad-Kurven und geradlinig platzierten Plattformen weiterhin darauf ausgelegt sind. Lediglich Crash 1 fühlt sich im Vergleich zu den Nachfolgern ein Stück unpräziser an, was noch ein wenig unfreiwillige Extra-Herausforderungen erzeugt. Denn über den Schwierigkeitsgrad von Crash Bandicoot lässt sich einiges sagen, wobei ich nicht die Diskussion befeuern will, es sei das schwerste Spiel aller Zeiten. Ich möchte allerdings zugeben, dass es im Vergleich zu den Plattformern, die mir in letzter Zeit untergekommen sind, angenehm fordernd war. Für das kürzlich per DLC hinzugefügte Bonuslevel für Crash 1, welches noch bis Mitte August gratis heruntergeladen werden kann, habe ich sogar eine Stunde und 15 Minuten gebraucht. Vorher saß ich an einem kniffligen Level nicht mehr als eine halbe Stunde. Zumindest Teil 1 wird euch einiges abverlangen und ich sah oft den netten Game-Over-Bildschirm. Game Over. Das Problem sind hierbei die Faktoren, die Crash Bandicoot überhaupt schwer machen. Auf der einen Seite hat es die schwierigsten Level der drei Spiele, auf der anderen sorgen die Defizite in der Steuerung und hohe Difficulty Spikes, die euch die Lernkurve öfter in die Eier rammen, in Kombination mit großen Problemen im Leveldesign für künstliche Herausforderungen, weshalb Teil 1 von Fans eher geduldet als geschätzt wird. Oder anders ausgedrückt, wären die Remakes einzeln erschienen, hätten sich die wenigsten sofort auf den ersten Teil gestürzt. Wegen diesen teils unfairen Momenten, bei denen damals wie heute die Entwickler gepennt haben, sah ich den Game Over Screen in Cortex Strikes Back nur noch sehr selten und in Warp gar nicht mehr. Das ging dann verhältnismäßig leicht von der Hand. Da beginnt man sich natürlich zu fragen, in welcher Reihenfolge die Trilogie gespielt werden möchte. Habt ihr wie ich Crash Bandicoot noch nie gespielt und beginnt mit dem ersten Teil, erwartet euch eine fiese, aber nicht unbedingt frustrierende Lernkurve, die bis immer flacher verläuft. Man könnte also eigentlich mit Teil 3 beginnen, um die Schwierigkeit stetig steigen zu lassen, allerdings haben Crash 2 und 3 mehr Mechaniken als Teil 1, insbesondere vergibt nach jedem Bosskampf eine neue Fähigkeit, was die Vorgänger nicht tun. Es würde sich folglich komisch anfühlen, mit jedem neuen Spiel weniger Moves nutzen zu können, von daher kann ich diese Reihenfolge nicht empfehlen. Am besten ihr haltet euch an die Nummerierung und schluckt zu Anfang die bittere Pille. Und die sieht so aus. Das grundlegende Leveldesign geht mit der Spielidee von Crash sehr gut Hand in Hand. Lineare Korridore mit Abzweigungen und Hindernissen, die es möglichst schnell zu durchqueren gilt, wenn es cool aussehen soll. Dazu kommen Bonus-Stages und versteckte Wege, die man mit gesammelten Edelsteinen freischalten kann. Nur eine von zahlreichen Möglichkeiten, Collectibles zu sammeln, die von euch verlangen, die Level auf unterschiedliche Weise zu spielen. Schnellstmöglich durchrennen, keine Kisten zerstören, alle Kisten zerstören oder durchkommen, ohne ein Leben zu verlieren. Das erhöht den Widerspiel, wenn man alles auf 100% bringen will und lässt euch die Level aus anderen Blickwinkeln betrachten. Einige spezifische Probleme sind an bestimmte Level gebunden. Die Brückenlevel in Crash 1 sind eine unangenehme Mischung aus Trial and Error und zu weiten Abgründen, die man fast pixel-perfekt überspringen muss. Das war im Original anders, selbst wenn sie dort auch schon nicht gut waren, und fördert Exploit-Taktiken. Ich bin auch kein großer Fan von Hindernissen, die den Spieler aufhalten, wie die drehbaren Plattformen in der eingeborenen Festung, unglaublich anstrengend, da immer hochzuklettern, oder das Wasser in der Pyramide, das in Intervallen steigt. Vor allem in ein Spiel wie Crash, in dem schnell zu spielen mehr Spaß macht, passt sowas nicht rein. Ein Markenzeichen von Naughty Dogs Plattformer waren immer die Kameraperspektiven, die mit Seitenansicht, Fluchtsequenzen und linearen Wegen geradeaus die Möglichkeiten ausschöpfen. Aus dieser Stärke kann sich jedoch schnell eine Schwäche bilden, wenn man es nicht schafft, sich dann von dem Konzept zu lösen, wenn es nötig wäre. Manchmal weigert sich die Kamera, die Perspektive zu wechseln oder Crash in der Seitenansicht in den Raum hinein zu folgen, was es dem Spieler erschwert, Distanzen richtig zu sehen und abzuschätzen. In gewisser Weise ist das aber nun mal die Art, nach der Naughty Dog Spiele schon immer gemacht hat, und mit Crash fing es an. Teilweise lässt sich der Plattformer nur schwer einordnen. Er hat Elemente aus Cinematic-Plattformern wie die Felsbrockenflucht, die bewusst die Voraussicht streicht, um die Dramatik der Situation zu verdeutlichen. Gleichzeitig stammt ein Teil des Spiels aus klassischen 2D-Jump'n'Runs und spielt sich ähnlich. Und zuletzt ist dann noch der Sidescroller aus der Schulter
Spielerperspektive, wenn man sich auf einem Pfad nach vorne bewegt und in beide Richtungen noch Luft hat. Ich würde diesen Mix nicht einmal als Style over Substance bezeichnen, denn so läuft es einfach bei Naughty Dog. Man hielt konsistent an den unkonventionellen Perspektiven fest und hat die Level teilweise um die Kamera herum gebaut, damit weniger das eigentliche Level-Design, sondern das Spielgefühl beim Durchqueren des Levels glänzen kann. Und genau das ist das Spannende an Crash Bandicoot. Dass das Ergebnis trotz dieser Kompromisse am Ende so gelungen dasteht, ist beachtlich und verdient Anerkennung. Man hat über die Jahre seine Lehren gezogen, weshalb die meisten Patzer im Leveldesign im ersten Teil passierten. Bereits Cortex Strikes Back hat viele der Probleme ausgebügelt und handelt Elemente aus dem ersten Teil wie die Felsbrockenflucht viel gekonnter. Am Ende jeder Welt wartet ein Boss-Level, die sich in der Trilogie ganz gut machen. Einige sind sehr leicht, andere doch recht schwer und man hat sich einiges einfallen lassen, selbst wiederkehrend Bosse einzigartig zu halten. Was ich in den normalen Leveln zum Teil doch vermisse, ist Abwechslung. Besonders wenn sich die Thematiken öfters wiederholen. Alle Level sind in Kategorien wie Schnee, Fabrik oder Wald eingeteilt und jedes Thema wird im jeweiligen Spiel mehrmals angewandt mit identischen Gegnern und Herausforderungen. Das schränkt den Pool ziemlich ein, obwohl sich fast jedes Level eine eigene Idee erhalten kann. Die Abwechslung findet sich außerhalb der normalen Level in den Gimmick-Stages, die bis immer mehr Anteil am eigentlichen Spiel nehmen. Nur mal so nebenbei, die erste Welt von hat ohne das Boss-Level 3 Gimmick-Level und nur 2 reguläre. Die Gimmicks sind leider zum Teil echt nicht gut und wirken wie Lückenfüller. Jetpack-Fliegen in Cortex Strikes Back mit einer furchtbar unintuitiven Steuerung war ein riesiger Krampf und hat mir das Endgame versaut. Die Biking-Level in steuern sich nicht viel besser und hätten schon eine komplette Überarbeitung nötig gehabt. Und was Flugzeugsequenzen mit Dogfight-Elementen mit Jump und Run zu tun haben, weiß ich auch nicht mehr. Ich hätte es besser gefunden, man hätte sich mehr um Abwechslung in den richtigen Leveln bemüht, anstatt Minispiele mit teils unausgereifter Mechanik oben drauf zu pappen. Zusätzlich wird die Insane Trilogy von vielen Kleinigkeiten geplagt, die das Gesamtbild nicht zerstören, aber Feinschliff vermissen lassen. Am auffälligsten sind die Kollisionsprobleme mit Gegnern und Plattformen. Zu häufig rutscht man von Kanten und Gegnern ab, obwohl man zuvor vermeintlich sicher gelandet war. Ob das ein Problem mit den Hitboxen oder der Physik ist, kann ich nicht eindeutig sagen. Es könnte auch eine Kombination aus beidem sein. Jedenfalls ist es ein ärgerlicher Umstand. Und ein kleineres Ärgernis mit viel Potenzial nach oben ist die fehlende Level-Neustart-Funktion. Diese taucht nämlich erst auf, wenn man das Level durch hat und es für Collectibles erneut spielt. Liegt man folglich in einer Biker-Stage hoffnungslos hinten und kann nicht mehr gewinnen, was man aber muss, ist es nicht möglich, neu zu starten. Man kann nur das Level beenden und es erneut betreten, was 2 lange Ladezeiten zur Folge hat. Ja, die Crash Insane Trilogy hat Probleme. Einige davon wurden aus den Originalen mitgeschleppt und an anderen ist man selbst schuld. Zumindest mir konnte jedoch nichts davon den Spaß am Spiel nehmen. Die Remakes machen sehr viel richtig, halten sich am Spielgefühl der Originale, haben den Stil grandios modernisiert und bieten die beste Crash-Erfahrung, die man haben kann, wenn man noch nie mit den Spielen Kontakt hatte. Für mich war Crash Bandicoot in letzter Zeit ein Sonderfall in vielerlei Hinsicht und ich hatte nicht erwartet, es so intensiv durch und vor allem danach weiterzuspielen, um Collectibles einzusacken. Es ist eine Collection, der man viel verzeihen muss, um sie zu lieben, die man aber ohne große Mühe mögen kann. Crash ist definitiv zurück und erfreut sich in Zukunft hoffentlich an einem Remake von Team Racing und komplett neuen Ablegern.